No Country for Old Chicken. Es muss sein, Zuschauer. Es tut mir leid. Wir holen uns mal kurz hier Feuer, um weiteres Bergungsgut von diesem komischen... Da ist ja noch ein Huhn. Ich werde dieses Huhn jetzt mal am Leben lassen, aber es ist eine absolute Ausnahme. Und Ausnahmen bestätigen die Regel. Bergungsgut. Was ist denn da? Oh, Bergungsgut. Ich fände es cool, wenn da mal Gegenstände drin wären. Aber stattdessen kriegst du halt immer dieses sehr abstrakte Wort Bergungsgut an den Kopf geworfen. Ich hätte gerade fast was ganz anderes an den Kopf geworfen bekommen. Den Boden. Gehörte das alles zu Yamatai? Nee, das gehörte zu einer anderen Insel, die zu Yamatai gespielt wurde. Und dann haben sich die beiden Inseln vereint. Natürlich gehört das zu Yamatai. Nach 2 Wochen erhielt ich eine Audienz bei Ihrer Majestät, Himiko von Yamatai. Ich muss gestehen, eine Frau wie Sie habe ich noch nie getroffen. Schön, aber rätselhaft. Ja, berechnend sogar. Sie umgibt sich mit ihren Priesterinnen der Sonne. Da ist kein Mann, außer dem General ihrer Armeen. Als ich sie alleine traf, wurde mir klar, dass sie nicht ist, was sie zu sein scheint. Mein Herr wollte, dass ich spioniere, die Stärke ihrer Truppen ermittle. Doch nun scheint es, als ergründe sie mich. Mein Herr hat die Bedrohung durch Yamatai wohl unterschätzt. Ich weiß nicht, wie stark die Sturmwache ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Konflikt mit der Sonnenkönigin nicht anzuraten wäre. So, wie alt war die Frau? 2000 Jahre oder so? Und in einer regnerischen Holzhütte, die mindestens genauso lang stehen müsste, liegt jetzt dieses Dokument aus Papier, das noch problemlos zu lesen ist. Ernsthaft? Es erscheint mir ein bisschen weit hergeholt. Dabei ist es doch nur von Yamatai. Yamatai, Yamatai. Die Besucher jammern halt voll oft. So, wo war jetzt die Wolfsblabla? Da oben. Okay. Wir werden uns mal weiter begeben Richtung Wolfsblabla, so heißt das wissenschaftlich. Das Spiel hat ja keine Ahnung. Und ein altes Flugzeug dient uns dabei als Transportmittel. Was bitte? Was bitte war das gerade? Ich würde ja fast sagen, jemand hat gepupst. Fackel entzünden. Kann ich gern machen, bringt mir vermutlich aber nichts. Das da sieht aus wie eine Kletterwand, ist es aber anscheinend auch nicht. Auf dem Flugzeug jetzt? Ja. Aus dem Gewicht des Flugzeugs und diesem Hin- und Herwippen hätte man doch eigentlich ein Rätsel machen können. Ja, aber ich höre jetzt schon irgendein Tier. Sehe aber keins. Los geht's. Los geht's. Kann losgehen. Bin bereit. Werde jetzt nochmal zum Bogen greifen, weil mir die Pistolenmunition... Ich werde zur Pistole greifen. wo genau ist der Wolf bitte hin? Okay, wir können ihm nicht folgen. Der Wolf... Ich will nur den Rucksack. Sonst nichts. Der Wolf hat ein Recht auf eine Privatsphäre. Ich hab ihn. Wie zur Hölle kommt okay. Der dahin? Jetzt zurück zum Rost damit. Ich finde es übrigens sehr ironisch, wenn die Leute sagen, in Tomb Raider gibt es keine Gräber. Macht mal kurz die Augen auf. Falls ihr das beim Spielen nicht getan habt. Was genau braucht ein Grab sonst noch? Dasselbe gilt für das erste Level. Das ist
noch ein eindeutigeres Grab, weil da sogar rituelle Dinge vorhanden sind, um die Leichen zu bestatten. Eindeutiger können... Nein, Wolf, besteige mich nicht. Oh, F! Das ist Tomb Raiders Survival Gameplay. In der freien Natur müsst ihr immer darauf achten, F und nicht E zu drücken. Ich habe das Spiel gerade gelobt, also muss ich es auch direkt dahinter bashen. Anders geht das nicht. F. Da, F für Fresse. Sollte ich mir vielleicht mal merken. Ich habe alles getan, was dort stand. Ich habe erst links, rechts wie ein Spast gedrückt, dann F wie ein Spast gedrückt und dann E gedrückt. Sogar wie ein Spast. Was kann das Spiel mehr von mir wollen? So, E wie ein Spast, E wie ein Spast. F. Okay. Will das Spiel mir einfach nur jede mögliche Sterbeanimation zeigen? Uns ist egal, dass du alles richtig gemacht hast. Wir haben diese Sterbeanimation nicht umsonst gemacht. Ich saß eine halbe Stunde da dran. Ja, so sieht übrigens nochmal die erste aus, falls ihr die mittlerweile vergessen habt. Ja. Ich spiele mittlerweile nur noch mit einer Hand. So, jetzt E wie ein Verrückter. Und jetzt F. F. Das war knapp. Das war knapp. Ich wäre fast ein sechstes Mal gestorben. E zum Aufnehmen. Hallo Wolf. Lass mich mal kurz dein XP-Organ nehmen. Ich vermute ja fast, dass draußen weitere auf uns warten. Ist aber nur so eine Vermutung. Gibt keinen Hinweis darauf. Abgesehen davon, dass ich von einem Rudel sprach und das war nur einer. Kommen da keine weiteren? Ich dachte, wir erwarten ein Rudel. Okay, es waren fünf Wölfe, die hintereinander angriffen. Was ist das? Was zur Hölle ist das? Könnte ein Rätsel sein. Sonne, der Höhleneingang, Sonne irgendwas. Okay. Kletterausrüstung zum Betreten erforderlich. Verdammt. Ich hätte meine Kletterausrüstung mitnehmen sollen. Ist vermutlich etwas, das man skillen kann, aber... Geocache. Ich habe keine Ahnung. Dein Freund, Lara, dein Freund liegt im Sterben und du läufst hier rum und sammelst Behälter. Wir brauchen ja auch was für das Grab. Da in die Richtung? Genau, da ist es doch. Manchmal wünschte ich mir, die alten Tomb Raider-Teile hätten auch Questmarker. Aber ich wünsche mir das nur, damit ich nicht leide. Also keine Sorge. So, da in die Richtung. Vermutete ich zumindest. Huhn, keine Gnade, Huhn. Da kenne ich auch keine Kompromisse. Außer natürlich, das Huhn verschwindet einfach so. Dann kann man wohl nicht so viel machen. Wie komme ich denn jetzt wieder dahin zurück? Ich muss doch gar nicht dahin. Mann. Rot, wie geht's dir? Gut. Flicken wir dich zusammen.
lernt eine junge Lady wie du denn solche Sachen? In der Spätschicht im Nine Bells? Gegen eine Scherbe ist ein Wolf gar nichts. Hey, du hast ihn. Gut gemacht. Also, ich nehme mal an, dass jemand damit hoch zum Funkturm soll? Naja, es ist die beste Chance, ein starkes Signal in alle Richtungen zu senden. Bin ich diese Art von Kraft? Doch, bist du. Du weißt es nur noch nicht. Dann hoffen wir mal, dass ich schnell lerne. Bitte, sei vorsichtig, Lara. Kletteraxt. Ja, das erscheint mir offensichtlich. Ich wusste doch, dass man an diesen... Falsche Taste. Ich wusste doch, dass man an diesen Wänden irgendwie klettern sollte. Aber sowas hier ist nice. Das erinnert mich gerade... Lob für das Spiel, keine Sorge. Das erinnert mich gerade sehr an Soul Reaver, wo man auch mit der Zeit halt neue... Skills dazu bekommt, die es einem ermöglichen, in vorherigen Abschnitten Orte zu erreichen, die zu diesem Zeitpunkt nicht erreichbar waren. Ich liebe sowas. Gut, sowas da gefällt mir nicht so. Scheiße. Okay, da konnte man offenbar so nicht hoch. Würde ich jetzt mal vermuten. Wenn ihr eine andere Meinung habt, dann macht eine Petition auf, dass Lara nun da oben stehen sollte. Und Lara ignoriert sie dann. Lara voll der Politiker. Okay, wir haben eine Kletteraxt. Ich habe diese Art von Wänden mittlerweile mehrmals gesehen. Das heißt, es gibt wohl einige Orte, die wir jetzt endlich erreichen können. Kann man das da eigentlich irgendwie lösen oder so? Weil das erscheint mir komisch, da ist ein Seil drum, aber es ist nichts dahin gespannt. Da wäre ich auch mal gespannt drauf. So, da können wir hoch. Gut, alternativ können wir natürlich auch einfach diesen Weg nehmen. Es bringt jetzt nicht so viel. Doch, ich habe eine neue Fähigkeit und muss sie sofort überall anwenden, wo das möglich ist. Na. Irgendwie kann ich mir vorstellen, dass das so nicht geplant war. Ich weiß nicht, es ist nur so eine Vermutung. Ich habe jetzt nach links, ich bin auch nach links gesprungen. Ach, ich habe vergessen, E zu drücken. Ich Trottel. Ich Dummbatzen. Das wäre geschafft. So, aber der Funkturm interessiert uns gerade gar nicht mal so sehr. Wir begeben uns zu unserem ersten Grab, meine Freunde. Ich wusste ja, dass wir irgendwann hier hinkommen. Ich wusste, hätte nur nicht gedacht, dass es so schnell geht. Fackel. Ich persönlich bin ein großer Freund von Fackeln. Ach du Scheiße. Okay, ist ein bisschen dunkel hier. Mensch am Stiel. Interessiert uns eher weniger. Das sind Stalagniten. Denke ich zumindest. Wow.
Grab der Unwürdigen. Hört sich ja genau nach dem... Die vielen Märsche und Kletterpartien. Es ist fast so, als hätte er mich die ganze Zeit auf so etwas vorbereitet. Es ist klar, dass hier Menschen leben. Und sie sind organisiert. Sie töten und rekrutieren. Aber warum? Es ist wie so eine Art Kult. Aber was für ein Kult? Was wollen sie? Wonach suchen sie? Das ist ja so ein Schwachsinn. Und ich kann noch nicht mal zurück oder so. Ich drücke alle Tasten, die ich habe, aber ich kann dieses Menü hier nicht verlassen. Heißt, ich muss jetzt meinen Punkt in das Talent hier investieren. Aber auch das ist nicht möglich. Hallo? Kann sein, dass das Spiel abgestürzt ist.